Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Guck mal hier, was haben wir denn da? Den Stoff, aus dem die Träume gemacht sind. Oder sowas in der Art. Zeig mal her. Oh, sehr gute Zukunft. Das gefällt mir. Was haben wir? Glückliches Lunch. Aha. Cool. Was brauche ich dafür alles? Wo ist es denn? Ah. Eine Seegurke, ein Tortilla und eine blaue... Was weiß ich. So eine komische blaue Blume halt. So. Ich glaube, ich muss erstmal auf den Kalender gucken. Denn ich glaube, ich sollte die Tulpen heute platt machen. Oder was heißt platt machen? Halt ernten. Denn sonst ist das ganze Zeugs verwelkt. Was haben wir hier noch in dem Stall? Schon wieder Hasenfell. See. Aber nur eins. Sehr schön. Schon mal hier nicht im Stall lassen. Wie viel habe ich noch? 29. Ja, so langsam sollte der Käse hier oben mal wachsen. Das wird immer weniger. Ja, ich raff das nicht. Warum zur Hölle wächst der Scheiß nicht? Hey. Hey. So. Zweimal Hey. Und dann muss ich echt gucken, wie ich das mache, dass ich die Viecher... Oh, apropos Viecher. Dass ich die Viecher hier durch den Winter kriege. Das ist das einzige Gras, das hier noch wächst. Und das, was ich hier abmähe, da kommt nichts raus. Zwei Hey. Wow. Gerade die, was ich den Kühen jetzt hingeschmissen habe. Ja, das könnte ein harter Winter werden. Ich verstehe es trotzdem immer noch nicht. Wie zum Geier soll ich mir hier noch genug Futter für die Viecher zusammensammeln? Wenn es ganz scheiße läuft, muss ich ja hier zur Mani gehen und mir das Futter für die Viecher bei der kaufen. Das will ich eigentlich gar nicht. Silberne hau ich mal da rein. Ich könnte nämlich wetten, dass das goldene Zeug auch einen besseren Stoff ergibt. So. Und jetzt geht's auf zum Gemeindehaus. Und da hau ich den Stoff dann raus. Dann stehe ich an der Ecke und sage einfach nur, brauchst du? Und dann kommen die Leute und holen den Stoff. Servus. Gehst wieder Bus fahren, du Besoffene. Okay. Ich laufe jedes Mal hier hin oder einfach zu weit. Ich weiß auch nicht warum. Das Gemeindehaus steht irgendwie seltsam. Das Gute ist auf jeden Fall, dass ich in der nächsten Folge, ich rede jetzt schon mal von der nächsten Folge, den Red Snapper mir holen kann und dann ist das Aquarium fertig. Brauche ich denn da eigentlich noch? Wenn jetzt halt die anderen Bäume schon fertig wären, dann könnte ich sagen, ja, alles klar, hier, ich nehme hier irgendwas. Das Gute ist halt, dass ich die Bäume habe. Die sind dann schon mal direkt am Produzieren. Ich hoffe, die haben dann direkt am ersten Tag vom Sommer auch Zeug, das ich nehmen kann. Dass ich jedes Mal wieder Kohle kriege. Apropos Kohle kriegen. Voll die Überleitung.
Google und Amazon, die sind ja gerade ein bisschen am Streiten, ne? Weil Amazon nicht hingeht und die Produkte von Google verkauft. Also sprich, Amazon hat zwar sein Echo-Dingsbums oder wie auch immer das Ding noch heißt im Angebot, aber den Google-Apparillo, den gibt es da anscheinend nicht. Angeblich. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ich habe das nur mitgekriegt, dass das angeblich so ist. Und jetzt ist halt Google ein bisschen sauer und sagt hier, dann dürft ihr jetzt nicht mehr YouTube auf eurem Amazon-Angebot haben und noch irgendwas anderes. Und da sind die jetzt halt gerade mächtig am Streiten, so wie es aussieht. Weil der eine nicht das Zeug zum anderen verkaufen will. Ah, warte. Yay, ich habe ein Patrick Star gekriegt. Die andere Sache dabei ist dann halt, warum machen die das? Dass die sich wegen so einem Blödsinn streiten. Im Prinzip. Es kann ja nicht sein, dass da nur weil der eine das Produkt vom anderen nicht anbieten will, gleich so ein Scheiß ausbricht. Aber gut, wie ist es denn zwischen Samsung und Apple? Hey, du hast ein ähnliches Design. Ja, toll. Beim Smartphone, was willst du da eigentlich viel anders machen? Fettes Display. Metallene Hülle drum, fertig. Du könntest jeden verklagen. Du könntest sagen, ey, das da sieht aus wie ein Apple, weil es hat ein Display. Blödsinn. Aber eigentlich wollte ich auch noch auf was anderes hinaus. Nämlich aus dem Dorf. Nee. Der eigentliche Ding ist nämlich das. Ich habe letztens einen Post gesehen, wo einer gesagt hat, habt ihr schon mal hier bei Amazon die Geschenkfunktion benutzt und so. Und dann hat einer drunter geschrieben, hey, ich habe mir sogar schon mal selber was geschickt und hab's dann als Geschenk verpacken lassen und so. Und da war dann auch wieder ein Ding drunter. Ah, ihr seid der Grund, warum die lokalen Geschäfte aussterben. Und bla bla bla. Und Amazon wäre da dran schuld und überhaupt. Dachte ich nur so. Das Tolle ist nämlich, dass ja Amazon da nichts für kann. Dass die Leute, na, faul will ich jetzt nicht sagen, halt bequem geworden sind und lieber online bestellen. Ich habe das selber auch schon gehabt. Und da hat mich dann mein Chef auch ein bisschen blöd angeguckt, sag ich mal so. Weil ich nicht das lokale Geschäft unterstützt habe, den kleinen Händler von nebenan und so ein Scheiß. Weil in so einem Kackdorf, da kennst du dich ja. Außer du bist wie ich und kommst da neu dazu. Bist hergezogen und kennst die Leute nicht im Prinzip. Und da bin ich halt dann hingegangen, bin bei so einer großen, in die nächstgrößere Stadt und hab dann halt da eingekauft. Weil Scheffe selber natürlich nicht genug Zeug bestellt hat zum Einlagern. Und dann sauer war, weil ich halt in die nächste Stadt gegangen bin und mir dann halt noch Getränke gekauft habe, damit sein Lade läuft. Kann ich ja nichts dafür, wenn er so verkackt. So, das ist mal das eine. Das andere ist, habe ich auch schon das Thema gehabt hier, diese RFID-Chips-Gedönse. Dass sich da die Leute diesen Scheiß reinhauen lassen, damit sie nicht mehr mit Bargeld bezahlen müssen. Wach da mal auf, du.
Okay, der ist kaputt. Und da muss ich dann ganz ehrlich auch sagen, wenn man halt selber keinen Bock mehr auf Bargeld hat und dann dasteht wahrscheinlich irgendwann in so einem kleinen Laden, der dann nicht diesen RFID-Gedöns und sowas unterstützt, dann muss halt nach Amazon hin und so, um mal wieder auf den Trichter zu kommen. Das Krasse wäre halt, wenn man echt bei Google dann Sachen sucht, so nach dem Motto, ey, ich würde gern, was weiß ich, eine Spaltaxt mir kaufen. Dann gibst du es bei Google ein und wenn die sich jetzt hier weiter streiten, kommen die dann da auf den Trichter, dass sie sagen, nee, die Amazon-Ergebnisse zeigen wir nicht mehr an. Und vor allem gibt es dann auch von Amazon irgendwie so eine Möglichkeit, dass die das Gleiche tun können. So gesehen, dass die sagen können, hey, wenn die uns das YouTube-Angebot sperren, dann sperren mal Google. Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was kann Amazon denn dagegen machen? Sag mal, wacht der Scheißdinger mal auf hier. Ah, na endlich. Ist ja super. Das sind mal nur so meine Gedanken dazu gewesen. Mal noch nebenher jetzt gesagt, so schnell. Wie komme ich denn hier weiter? Ah ja, sehr gut. Da wäre halt mal meine Frage, was denkt ihr darüber? Schön, dass der sich da eingeklemmen lässt, hey. Und ich bin jetzt halt hier mal noch auf die Schnelle. Muss ich jetzt hier gucken. Ah, toll. Dass ich hier einen Weg nach unten finde. Jawohl. Weil mich das jetzt hier schon Ewigkeiten wieder Zeit gekostet hat. Dieses blöde Gefiech da vernichten. Weil ich mich jetzt hier gerade ein bisschen drauf konzentrieren muss, dass ich hier nicht verreck, weil ich hier wieder mal in so einer komischen Seuche hier feststeck. Zum Glück habe ich das aus Versehen abgewehrt. Naja, bringt mir zwar hier nichts mit dem Angeln und dem ganzen Scheiß, aber egal. Es wäre jetzt geil, wenn da so ein unterirdischer See wäre oder sowas. Was ist das für ein Ding hier? Egal, ich hab's vernichtet. Jawohl. Dass die mal so furzen müssen hier. Gleich abends. Und ich muss noch ein Level. Das ist aber ein popliger Dinger hier, wenn der so leicht sich platt machen lässt. Aber von mir aus. Hauptsache, hier kommt nicht wieder so ein komischer roter Nebel. Nächste Frage ist halt. Wenn ich jetzt, weil ich habe das jetzt mal, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich ja ein bisschen was gelesen, damit ich hier das ganze Zeugs hier mal fertig kriege vom Gemeindehaus und so. Und da habe ich halt gelesen, dass man hier auf Level 100 kommen muss, damit man an Iridium rankommt. Allerdings war das Level 100 bei irgendwas anderem. Ich glaube, da gab es nochmal irgendwo eine Höhle. Ich habe noch keine Ahnung, wo die ist. Muss ich alles erst rausfinden. Falls ich noch irgendwas finde, was von Wert ist.
Das ist ein Scheiß hier. Aha. Falls ich noch was finde, ne? Mhm. Ja, die Alge da kann ich behalten. Hallo? Heb doch mal den. Achso, scheiße, ich habe ja Inventar voll. Das kann weg. Okay. Fressen wir mal eine weiße Alge. Einfach damit ich noch einen Platz habe und damit ich wieder ein bisschen mehr Energie habe. Oh oh. Kacke. Ich hoffe einfach jetzt mal, dass ich hier nicht in der Mine umfall. Sonst habe ich wieder 10 Level weniger. Egal. Level 100. Oh. Ein Lavasee. Achso. Mist. Ich bin ja gar nicht mit meinem Pferd hierher geritten. Ich glaube, das nächste, was ich dann machen muss, ist mein Inventar leer. Oh, scheiße. Ganz große Kacke. Mir fällt gerade auf, ich muss die Tulpen noch einsammeln. Okay, schnell. Schnell, 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 schnell. Hallo? Der Scheiß nach jeder Farbe noch sortiert werden muss. Und Qualität und bla bla bla. Okay. Ich weiß, die Tulpen könnte ich wahrscheinlich benutzen und könnte die Dalea zum Beispiel an die Birne schmeißen oder so, aber mir egal. Das behalte ich mal. So, und jetzt muss hier mal das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, knapp, knapp. Cloth ist fertig. Puh, geschafft. Was allerdings nichts Gutes für die Energie heißt, obwohl ich hier volle Energie noch gehabt habe. Gehen wir mal pennen. Okay, es ist nichts Ungewöhnliches passiert. So, wo sind jetzt die Tulpen? Ups. Das Geile ist ja, die sind ja im Inventar waren es unterschiedliche Farben. Hier sind sie alle gleich gefärbt. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung. Vor allem sind sie auch das gleiche Wert. Was bringt mir das dann? Das ist ja voll bescheuert. Naja, wie auch immer. Achso. Das da. Wow. So eine Hasenwolle, 500 Gold. Geil. Gut, okay. Ist auch silbern, aber nicht schlecht. Krasse Sache. 3000 habe ich hier zusammengeballert. Jetzt müsste ich eigentlich im Sommer sein. In der nächsten Folge dann.
Und dann jage ich mir direkt mal den Red Snapper. Obwohl, nee, kann ich, glaube ich, gar nicht. Das muss ich nochmal genau nachlesen. Der Red Snapper hatte noch irgendeine Besonderheit. Ich glaube, da muss es regnen. Muss ich nochmal nachgucken. Was ich jetzt noch nachgucken gehe, nachdem ich hier professionell mich von Amazon und Google zu 20 anderen Themen und wieder zurück und dann doch nur halber geredet habe. Muss jetzt auf jeden Fall noch gucken, weil ich habe noch so ein Spiel und da will ich jetzt mal gucken, dass ich das einigermaßen mit der Qualität hinkriege, weil ich habe jetzt auch schon wieder nimmer der neueste Rechner. Und damit ich das Spiel wenigstens einigermaßen gescheit zeigen kann, sollte das halt, wie soll ich sagen, nicht ganz kacke aussehen. Vor allem, wenn man es normalerweise in 4K zockt auf der PlayStation oder so. Ich glaube, ich krieg nicht mal 1024 hin. Nee, Quatsch, 1024, das wäre ja. Boah. Obwohl doch, ich glaube 720p kriege ich gerade noch so hin. Muss ich halt über andere Einstellungen das ein bisschen besser aussehen lassen. Aber wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Und dann muss ich noch nachgucken, wo der Red Snapper hockt. UFO! Dann mal gucken, wenn ich beim Schneiden bin, ob ich selber verstehe, was ich da jetzt eigentlich heute in der Folge gelabert habe. Oder was ich bei No Man's Sky gelabert habe. War bei beiden irgendwie so ein komisches Thema, was ich irgendwie halt so irgendwie gemacht habe, ne? Auf jeden Fall benutze ich irgendwie wieder ziemlich oft dieselben Wörter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Muss wohl Tagesform sein. Allerhop. Bis dann.